Die Ausschussbesetzungen in Berlin sind jetzt vorgenommen worden und ich werde in Zukunft in zwei Ausschüssen arbeiten, hauptsächlich im Ausschuss Umwelt und Bau. Und dort werde ich mich um Themen des Baus kümmern. Das ist für Köln wichtig, weil wir Städtebau, Wohnungsbau und solche Dinge hier natürlich in großer Bedeutung haben. Mein zweites Thema wird nach wie vor Verkehr bleiben. Im Verkehrsausschuss bin ich stellvertretendes Mitglied. Im Ausschuss für Umwelt und Bau ist eines unserer Hauptthemen in der nahen Zukunft, wie sichern wir preiswerten Wohnungsbau, wie sichern wir ein preiswertes Mietangebot, wie verhindern wir den übermäßigen Anstieg von Mieten. Im Koalitionsvertrag haben wir dazu Festlegungen gemacht. Wir wollen drei Dinge: eine Stärkung der Investitionstätigkeit, eine Wiederbelebung des sozialen Wohnungsbaus und eine ausgewogene mietrechtliche und sozialpolitische Flankierung. So haben wir es dort formuliert. Und das bedeutet für uns zweierlei. Mit einer Mietpreisbremse, wie man sie landläufig sagt, begrenzen wir in einem Zeitraum von 5 Jahren in Gebieten mit besonders schlechter Versorgung und besonders hohen Mietsteigerungen die Möglichkeiten zur Mietsteigerung. Auf der anderen Seite, keine Mietpreisbremse schafft neue Wohnungen. Das tun nur Investoren, die Wohnungen bauen. Und Investoren bauen nur Wohnungen, wenn sie sicher sind, dass sie die Kosten dafür auch wieder reinbekommen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Mietpreisbremse zeitlich beschränken und nur dort einsetzen, wo es nicht anders geht. Investitionsanreize auf der anderen Seite müssen wir schaffen, indem die Kommunen ausreichend Bauland zur Verfügung stellen. Es kann nicht sein, dass in Köln Bauland teurer ist als in Düsseldorf. So ist es im Moment. Die Stadt ist gehalten, so viel Bauland baureif zu machen und anzubieten, dass die zu vernünftigen Preisen zu kaufen sind. Auf diese Weise versuchen wir, ein ausreichendes Angebot an bezahlbarem Wohnraum zu schaffen. Und die dritte Komponente, der soziale Wohnungsbau, der zurzeit sehr im Argen liegt, weil er sich nicht lohnt für Investoren, werden wir weiter fördern und versuchen anzukurbeln. Denn auch das brauchen wir in der ganzen Breite, von Sozialmieten über altersgerechtes Wohnen, über Studentenwohnungen und solche Dinge mehr. Darum werden wir uns in den nächsten Monaten kümmern.